Herzlich willkommen zu Lost in Time and Space, Folge 8. Die Charaktere haben das letzte Mal noch die Kontrolle über ein paar mehr Drohnen übernommen. Sie haben den Dillinger getroffen und sind jetzt auf dem Weg zu einer Waffenkammer, um sich aufzurüsten und dann irgendwie den Weg in Dock 3 oder 4 freizuräumen. Viel Spaß mit der Folge. Okay, und dann macht ihr euch auf den Weg sozusagen? Auf dem Weg würde ich den Mac mal fragen, ob der irgendwie sehen kann, wie viele Rebellen das wirklich oder wie viele von diesen Widerständen das wirklich sind und wie viel die einfach nur über die Drohnen ja, unter Kontrolle gebracht haben. Ich könnte ja die Kennungen auslesen, wie viele das maximal sind in diesem Chat. Von den Drohnen, wie viel da rumlaufen? Auf dem ganzen Schiff, nee, oder? Von den in dem Chat von den Widerständlern, wie viele Leute sind denn da drin? Das sind ungefähr 150 Parteien. 150? Circa, ja. Überschlägst du so, ja, du zählst jetzt wahrscheinlich nicht durch, aber so scrollst du durch, 10, 20, 30, 150. Ja gut, die müssen sich aber auch um 10.000 Leute kümmern. Also die können nicht alle 150 auf uns loslassen. Sicher nicht. Das sind jetzt auch irgendwelche Parteien, die du da siehst. Vielleicht sind es auch noch mehr. Du siehst auch, dass Anweisungen einfach rausgeschrieben werden, wo keine Antwort drauf kommt oder sowas. Ne? Was du liest an diesen Verläufen, dass das Maschinendeck tatsächlich übernommen wurde und auch Dock 4 und dass auch Kämpfe im Forschungsbereich von dem Schiff stattfinden. Genau. Also die haben gerade. Tatsächlich hätte ich sowieso gesagt, wir können hier keinem trauen auf dem Schiff. Ja. Ja, nee, mir geht es nur darum, wie viele Leute hier, wenn du auf den Gang unterwegs sind. Wie, ja. Okay, also euch dann in Bewegung setzt. Ja, aber. Genau, also euch in Bewegung setzt, meinte dann die Jules zu euch, würde es ihnen was ausmachen, wenn sie uns mitnehmen? Wenn ihr mithalten? Ich denke schon. Kann der Alte auch Schritt halten? Werden wir sehen. Ja. Ansonsten trägt ihn eine Drohne. Ich biete Ihnen das gerade nur einmal an. Dann nehmen wir die Drohne, natürlich. Okay. Genau. Dann nimmt eine Drohne den Kerl quasi, den Dillinger. Ja, das soll Nummer 2 den Kerl da tragen. Okay, gut. Nummer 2 trägt den Kerl und er bedankt sich. Dankeschön. Und dann lauft ihr los, ja. Richtung Rüstkammer. Würfelt einer mal bitte ein W20. Irgendjemand. Eine 17. Das ist doch großartig. Schön hoch. Alles gut. Okay, dann kommt ihr bei der Rüstkammer ein. Ihr sammelt noch 4 weitere Drohnen auf. Ja? Yeah. Deine Armee vergrößert sich, deine Drohnenarmee. Ja? Dann steht ihr mit 6 Drohnen vor der Rüstkammer. Da sind die 2 dann aber inkludiert, die davor stehen. Und macht dann wahrscheinlich die Tür auf. Sagt ihr vorher den Bescheid da drin, dass ihr davor steht? Oder wie macht ihr das? Jo. Wir kommen rein. Okay, ihr macht die Tür auf. Da drin seht ihr einen Jimmy mit seinen Haaren da oben, der sich ein bisschen umguckt, der relativ entspannt aussieht. Jacob mit so roten Augen, der euch alle anschaut. Jimmy? Immer noch nicht. Da. Genau, Jimmy meint dann, ja, Kumpel, ich bin hier, ist alles gut. Und James schüttelt nur den Kopf, ne? Und meint so, schaut es euch an. Ich sag nur, bedien dich, Balk. Ja, der lässt sich, der wartet gar nicht, ne? Der ist da reingegangen, guckt sich, zieht sich nochmal eine Weste an, die sauber ist in seiner Größe, zieht sich irgendwo ein Sturmgewehr raus, reicht es dir, Mac? Mach mal bitte. Ja, mach ich mal. Du, ich würde mir auch eine Weste besorgen, irgendwas Schutzmäßiges. Ja, du hast die Wahl zwischen einer mittelschweren und einer schweren Weste. Nehme ich die schwere. Okay, die hat Panzerung 4, kannst du auch tragen. Legst die schwere Weste an. Also da hat es Pistolen, schwere Pistolen, Gewehre, Schrotflinten, Sturmgewehre. Ist auch ein schweres Gewehr da drin. Das ist das, was der Balk weitergereicht hat. Wäre aber noch eins da, wenn das einer haben möchte. Ja, du, ich kann jetzt einiges tragen mit dem Anzug. Ich würde mir so ein schweres Gewehr, ein Sturmgewehr jeweils umhängen und vom Mac freischalten lassen. Okay, gut. Und die Pistole tausche ich gegen eine schwere Pistole oder noch zusätzlich eine schwere Pistole. Dann würfel mal Mac, ob du jetzt dafür ewig brauchst oder ob es dir von der Hand geht. Ja. Das war wieder Software, oder? Aha. Alles Software. Ich würde nur eine normale Pistole nehmen, einfach Notwehr. 42. Auf einmal läuft's halt, ne?
Die Frage, die ich noch hätte, gibt es da Granaten? Granaten sind, liegen da nicht drin, nee. Granaten sind immer super auf dem Raumschiff. Mhm. Nee, sind keine da. Auch schon das Sturmgewehr drin liegen ist schon heavy, ne? Genau. Gibt es da noch irgendwas Interessantes, außer die Pistolen und Knarren? Nee, das ist eigentlich das, was da drin ist. Genau, noch ein paar Elektroschocker und sowas. Die waren auch verschlossen, aber das hat der James inzwischen alles aufgemacht. Die ganzen Schränke da, genau. Er hat ja genug Zeit gehabt, die zu knacken. Wenn da noch ein paar Taschen oder Säcke sind, dann würde ich die füllen und am Balk befestigen. Also ich kann mir auch eine Pistole nehmen, oder? Du kannst dir eine Pistole nehmen, genau. Der Mac kann die dir auch freischalten. Durchschlag 3, Schaden 3 hat die dann. Und dann zieht ihr, bis er die Zähne bewaffnet, weiter Richtung Dock 4, habt ihr gesagt, ne? Ich würde die Liv aber noch fragen, ob sie weiß, wie man damit umgeht. Naja, so ähnlich wie so eine Betäubungspistole, oder? Grundlegend drauf. Draufhalten, abdrücken. Grundlegend schon, also. Ich frage mich gerade, wo das enden soll. Wir sind jetzt irgendwie eine 12-mal starke Schwerwaffe der Armee. Ich kann besser die Wunden davon behandeln, als welche zufügen, aber das kriege ich auch gerade so. Ich weiß zumindest, wo ich hinschießen muss, damit ich den meisten Schaden mache. Aber gut festhalten. Ich sag doch, wir können den Taifun noch übernehmen. Deine Drohnenarmee macht es eigentlich fast alleine. Die wächst ja stetig, ja, genau. Ja, der muss wahrscheinlich nur ein Taifun-Sicherheitsmann mit der Masterkennung kommen, das ist vorbei. Oh. Auf die will ich mich nicht verlassen. Mhm. Nur Balk ist wahres. Das zweite schwere Gewehr, das hat jetzt Colt genommen, oder? Das hat Colt genommen, genau, ja. Ja, sonst hätte ich das ja auch noch für ein Dings freigeschalten. Ja, du musst die Waffe nehmen. Der hat starke Arme, der kann 2. Kann 2 nehmen. Ja, der ist jetzt, ja, aber gerade ist er eher bepackt. Also er hat jetzt so ein Gewehr, das hat er sich halt genommen. Und ein Sturmgewehr. Beziehungsweise, nee, das schwere hat er ja, genau, das schwere Gewehr hat er sich genommen. Gibt es auch ein Messer oder sowas? Wenn du willst, findest du eins, ja. Ja, würde ich mir gerne mal zum Basteln mitnehmen. Okay. Kann man die Sturmgewehre auch entsprechend umstellen? Einzelschuss, Salve? Kannst du, ja. Gut. 30 Schuss im Magazin. Ja, ein paar Reserve-Magazine würde ich dann auch noch mitnehmen, beziehungsweise Balk in die Tasche werfen, kann er für mich tragen. Wie viel soll der eigentlich schleppen, ey? Vor allem du hast den Kampfanzug, da kriegst du bestimmt ein paar Magazine unter. Ja. Ein paar da rein und ein paar in Balk in die Tasche. Ja, der Balk hat sich eh schon voll gestopft. Alter, Balk muss sich schonen. Hallo, wer hat die Wunde? Geht's dir denn gut, Balk? Und ich würde mal kurz nach der Wunde gucken. Guckst mal nach der Wunde. Na, die ist noch nicht offen, aber er schont sich gerade nicht so. Er meint, ja, hast du recht und hängt einen so eine Tasche halt an so eine Drohne ran. Vernünftig. Hat dann aber immer noch 2 auf dem Rücken, plus sein Essen und das schwere Gewehr. Tut's noch weh? Brauchst du noch was? Oder? Nö, das ist gut, danke. Das ist gut, danke. Ich muss klar sein. Das ist gut. Wenigstens einer. Und guck ein bisschen vorwurfsvoll zu Jimmy. Hey, ich kann hier eh nicht so viel machen. Ja, jetzt nicht, nee. Dann ist jetzt wieder Hangar 4, oder? Ah ja, Dock 3. 4. Wir wollten zur Pelikan ist ein Dock 4, genau. Wir sind ja noch auf relativ langgestreckten Gängen unterwegs, oder? Ja. Okay. Moment mal, Dock 4 ist ja unter Kontrolle von der Taifun wieder. Ich glaube, da fällt es auf, wenn wir uns ein Schiff ausleihen. Vielleicht sollten wir doch Dock 3. Wir sind echt nicht entscheidungsfreudig gerade mit unserem Dock. Nee, es ist mir ganz aufgefallen. Ich habe gedacht so, ja, ist unter Kontrolle, aber die kann ja auch nicht zu uns. Dock 3 gehört aber auch nicht zu uns. Da oder da haben wir. Aber um die ist es nicht schade irgendwie, oder? Ich habe noch überhaupt kein Sympathien aktuell. Hm. Ja, aber die Sarah ist doch das bessere Schiff, so wie ich das verstanden habe, ne? Und da ist ja schon eine Kernenergie drin. Bei dem Dock 4, bei der Pelican, müssten wir erst irgendwie Kernenergie, also so einen Fusionskern irgendwie klauen und den einbauen. Das heißt, hätten wir ja deutlich mehr. Ja, aber James kennt ja ein anderes Schiff, das nehmen würde. Ja, schon, aber wir müssen es ja trotzdem erst ausbauen und quasi an der Bewachung irgendwie vorbeikriegen. Also, ich meine, das kriegen wir hin, kein Thema, ne? Aber ja, wir nehmen gleich das neue Schiff. Also die Sarah ist ready, hat ja die Jules gesagt.
Ja. Hat die denn Sendeleistung, die ausreichend ist für das, was sie vorhaben? Also sie fragst, meint sie, nee, genau, das war das Problem. Die wurde beschädigt, sonst hätten wir den Spruch schon längst rausgeschickt und ich hatte keine Zeit, das zu reparieren, aber ich denke, es ist reparierbar. Wenn wir noch alle Ersatzteile an Bord haben, müssen wir das hinkriegen. Was meint ihr? 3 oder 4? Ja, James, was ist mit dem Schiff, wo wir den Kern ausbauen wollen? Können wir nicht das auch klauen? Nee, das andere Schiff ist ein bisschen größer und besser, aber das hat auch keinen Kern. Die meisten Schiffe haben hier keinen Kern. Also das ist ein Problem. Da müssen wir im Dock gucken, wo wir halt eins finden. Auch die ganzen Jäger haben keinen Kern, weil da könnte sich ja auch ein Pilot irgendwie verpissen. Also die sind da ziemlich misstrauisch. Okay. Also wir brauchen, wenn wir in Dock 4 unterwegs sind, brauchen wir auf jeden Fall einen Kern. Den müssen wir uns irgendwo herholen. Und da ist bestimmt irgendein Schiff, was einen hat. Aber das müssen wir halt erstmal finden. Problem ist, die ganzen Schiffe mit Kernen, viele sind da abgehauen zu den Raiders und was weiß ich, weil die sind halt unabhängig. Ne? Und das wollen die Inneren nicht. Und die Äußeren teilweise auch nicht. Mhm. Ja, dann, das 3. spricht für mich eigentlich für 3. Das ist effektiver. Wir sind unbekannt für die Typhoon-Leute. Wenn das ist, dann werden wir nur auch für Widerstandskämpfer gehalten, eingelocht und dann ist es gegessen. Und alles heimlich zu erledigen, wird, glaube ich, ein bisschen schwierig bei unserer Truppe. Ja, die werden kaum zugucken, wie wir da ein Schiff nach dem anderen durchsuchen. Und nee, also ich glaube, das wird dann leichter, wenn wir auf Dock 3 gehen. Okay, also. dann 3. Und ihr lauft zu Fuß, ja? Ja, du meintest ja, das ist jetzt nicht mehr so weit wie durch die Schächte. Ja, genau, also da braucht es so eine halbe, dreiviertel Stunde zu Fuß. Und ihr könnt eure Drohnenarmee vielleicht noch erweitern, wer weiß. Oh ja. Genau, ja. Also ihr lauft dahin, ihr habt auch einen Blick auf das Datapad. Ihr seht auch, dass auf dem Schiff jetzt mehrere Kämpfe auch in anderen Bereichen noch irgendwie ausbrechen. Und während ihr durch das Schiff lauft, ihr habt so den halben Weg hinter euch und wegen mir noch eine Drohne eingesammelt, die da irgendwo euren Weg gekreuzt hat, durchrüttelt das ganze Schiff eine Explosion. Ja. Oh. Und Mac, du schaust dann wahrscheinlich auf das Pad und du siehst, dass es die halbe Forschungsstation weggerissen hat. Und ihr merkt auch, wie diese Schwerkraft aufhört, also wie diese Rotation bremst. Ihr wart noch in dem Teil von der Rotation und wie diese künstliche Rotation aufhört, weil diese Drehbewegung halt wegfällt. Und um die Typhoon sieht es gar nicht mehr so gut aus. Also du siehst auf deinem Datapad diesen Statusmonitor, den du von dem Horn gekriegt hast, dass da laufen rote Statusmeldungen durch ohne Ende. Also ihr seid glücklicherweise nicht in dem Teil, den es da weggesprengt hat, sonst wäre er jetzt erledigt. Ne? Ihr denkt auch noch, dass ihr einigermaßen da hinkommt, wo ihr hin wollt. Du siehst auch, dass die Drohnen nicht mehr patrouillieren, sondern einfach stehen bleiben. Auf dem Weg ist da diese Medizinstation, wo wir waren, wo der Horn ist, zufällig auf dem Weg, oder? Da seid ihr schon zu weit von weg jetzt inzwischen. Okay. Ja, aber gebt doch mal durch an die, wenn sie fliehen wollen, dann Doc 3. Ja, das könnte man machen. Weil die Ärztin wollte ja vorhin nicht wegen der Schwerkraft, aber die ist ja jetzt anscheinend überall weg. Okay, gibst du das durch? Ja. Das dauert. Ich am ehesten. Okay, also wer kontaktiert den Horn? Ja, geht das über das Datapad von ihm oder geht das, indem wir so einen Ohrenstöpsel auf die andere Frequenz einstellen, die er uns gegeben hat? Kannst du über beides tun, du hast eine Frequenz, du kannst jetzt über das Datapad mit ihm reden oder mit so einem Ohrenstöpsel, genau. Ja, dann würde ich den einen Stöpsel, da habe ich ja eh nichts gehört von den Widerstandskämpfern. Doch, inzwischen schon halt, ne, mit irgendwelchen Statusmeldungen, Kämpfe hier, Kämpfe dort, da kam schon immer mal wieder was durch, aber jetzt nichts, wo du sagst, das wäre für euch relevant, aber du merkst auch, dass dem Widerstand die tolle Aktion hier gerade entgleitet, ne? Ja, dann würde ich den kurz umstellen und den Horn direkt ansprechen. Mr. Horn, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Haben Sie mitbekommen, was gerade passiert ist? Ja, habe ich mitgekriegt. Das hat die halbe Forschungsstation weggerissen. Ja, wer weiß, was es als nächstes wegreißt. Wir gucken, dass wir so schnell wie möglich herunterkommen. Ihr habt Möglichkeiten, 30 Minuten an Dock 3 zu sein, dann können wir euch mitnehmen. Ansonsten gucken wir, dass wir irgendwie hier wegkommen. Okay, ich bespreche mit den anderen. Ja, wir gehen weiter und 30 Minuten, die Zeit läuft. Tick-Tack. Okay, also ihr macht euch auf den Weg zu Dock 3. Gut, ihr kommt da ohne weitere Zwischenfälle auch an. Die Drohnen sind jetzt eher ausgeschaltet. Ihr geht durch diese Gänge durch. Ja, aber wenn die ausgeschaltet sind, dann würde ich die ja trotzdem mit eingliedern. Wenn du welche findest, okay, dann schreibt ihr nochmal 2 Drohnen auf.
Und dann kommt ihr bei langsam in die Gegend von Dock 3. Marschiert ihr jetzt den langen Gang da einfach drauf zu oder wie macht ihr das? Gibt es Kameras? Es gibt da sicherlich auch Kameras, ja, natürlich. Dass man mal reingucken kann, wie das, die Situation da drin aussieht. Naja, das ist erstmal die Frage, wie ihr euch dem nähert. Ihr seid wahrscheinlich auch schon an ein paar Sicherheitskameras vorbei. Euch hat man jetzt nicht weiter beachtet erstmal. Ihr bewegt euch weiter Richtung Dock 3 und kommt dann da eben auch an. Ne? Das ist aber die Frage, ob ihr da jetzt direkt durch die Tür durch wollt oder irgendwie außenrum oder wie wollt ihr das anstellen? Gibt es da irgendwelche Schächte, durch die man irgendwo in einem Nebenbereich von dem Dock rauskommen könnte? Ja, sicherlich. Ihr habt ja die Pläne da, ne? Ich glaube, wir machen. Also, ich wäre für Zeitersparnis durch massive Feuerkraft. Ja, aber wenn wir durch die Schächte vordringen, dann die Drohnen durch die Tür reinlassen, dann könnten. Wären die Ablenkung und wir könnten. Genau, ja. Ja, Bike passt nicht in den Schacht. Dann passt Colt auch nicht mehr mit deinem Anzug in den Schacht. Ja, wird schwierig. Aber also ich glaube, so ein Ablenkungsmanöver wäre halt ganz geil, ne? Damit wir halt auch fliehen können, ohne dass sie uns hinterherballern. Also ihr habt mehrere Zugänge in Dock 3, ne? Das ist jetzt nicht der eine. Ihr seid ja auch momentan da relativ, also unbehelligt hingekommen. Euch hat ja keiner aufgehalten oder sonst irgendwas, ne? Kann ich versuchen, kurzfristig die Kameras da auszuschalten, dass wir da reinsprinten können, ohne dass es jemand sieht. Müsstest du dich in das Kamerasystem reinhacken. Das heißt, du musst dann da irgendeine Kamera halt ran, ne? Welches Dock ist neben Dock 3? 2? 4. Okay, aber wie nah ist denn daneben? Also könnten wir theoretisch die Drohnen in das nähere, also in das nächste gelegene Dock schicken, ne, um ein, da ordentlich Krawall zu machen? Ein Dock ist ja 200 Meter lang ungefähr, ja, 50 Meter breit. Also das sind ja riesen Dinger. Das ist ja auch nicht so, dass du jetzt in diesem Dock da einen Zugang hast. Da gibt es ja viele Zugänge rein. Ihr seid jetzt halt an einem hin, ihr wart ein bisschen unterwegs, dann hat es diese Forschungsstation weggerissen, dann habt ihr diesen Horn kontaktiert und dann seid ihr weitergelaufen. Und seitdem stehen ja die Drohnen still und ihr seid ja bis auf irgendwelche Drohnen seid ihr nichts über den Weg gelaufen. Und da waren sicherlich Kameras, aber es ist jetzt kein Trupp unterwegs, der euch irgendwie einfängt oder sowas. Die haben scheinbar gerade andere Probleme. Die Gefahr wäre halt noch, dass sie sich irgendwo verschanzt haben. Das ist wahrscheinlich, ja. Auf der anderen Seite, wenn Dock 3 direkt neben 4 ist, wird 4 bestimmt auch versucht haben, nach 3 zu kommen. Und die haben wahrscheinlich mit denen schon genug zu tun. Wir können es auch riskieren, von woanders einfach reinzugehen. Wir können auch zu einer Tür die Drohnen reinlassen und 10 Sekunden später gehen wir zu einer anderen Tür rein. Ja. Aber habe ich das jetzt richtig verstanden, dass die Drohnen deaktiviert sind? Also auch die wir dabei haben? Nee, die habt ihr ja unter lokaler Kontrolle. Die anderen haben nur einfach aufgehört zu patrouillieren und standen da halt rum, ne? Verstehe. Ja, könnten wir die Drohnen irgendwie nicht Krawall machen lassen? Keine Ahnung, irgendwie rumfeuern? Ja, das geht schon. Dann würde ich hier bleiben an dem einen Zugang mit den Drohnen und ihr sucht den nächsten und wir stimmen uns ab, wann wir reingehen. Ja, vielleicht kann ich auch relativ früh rein, damit ich das Raumschiff immer starte und alles bereit mache, ne? Dass ihr eigentlich quasi nur zusteigen müsst und wir ja dann sofort fliehen können. Ich meine, das ist ein klassisches Raumschiff, da gibt es ja bestimmt irgendwie eine Ventilationsöffnung, durch die man fliehen kann. Da gibt es ja immer solche Schwachstellen. Mac, würfel du doch mal auf Wahrnehmung, bitte. 29. 29, okay. Also du hast ja den Plan von dem Schiff. Momentan wart ihr gerade in Bereichen des Schiffes unterwegs, die nichts Besonderes sind, sage ich mal. Also die Schlüsselstationen sind ja Dock 1 bis 4, die Forschungsstation, die jetzt nur noch zur Hälfte existiert, das Maschinendeck und die Brücke, ne? Und du siehst halt auch, jetzt wo du da drauf guckst, dass es verschiedene Sicherheitsmaßnahmen gibt um Dock 3 rum. Das heißt, da gibt es auch Geschütze noch in den Wänden und so weiter und die werden wahrscheinlich alle aktiv sein. Okay. Das ist das, was du gerade siehst. Du hast ja vorher schon ausgesprochen, du gehst davon aus, dass sie sich irgendwo verschanzt haben und das wird wahrscheinlich auch der Grund sein, warum die euch in Ruhe gelassen haben, weil ihr seid irgendwo durchs Schiff gelaufen, ohne Schaden anrichten zu können. Und das sind halt die Knotenpunkte und hier wird es wahrscheinlich jetzt mehr Gegenwehr oder massive Gegenwehr geben. Also wie gesagt, das sind Schütztürme irgendwie in den Wänden, die rausfahren können und wer weiß, was hinter der Tür dann ist, ne, wenn er da durchgeht in diesen Dockbereich. Zugriff auf die Geschütze kriegst du nicht, oder? Hat er aktuell nicht. Er sieht, dass sie da sind, ja. Und haben wir irgendwie Zugriff auf Kameras, um quasi den Dockbereich einzusehen? Aktuell auch noch nicht, ne. Müsste ich mich in die Kamera hacken. Das hatten wir ja vorhin schon kurz. Genau. Ja, siehst du, wo die Energieleitungen sind, dass wir irgendwo die Energie sabotieren?
Weiß ich nicht, ob das in dem Plan eingezeichnet ist. Nee, das ist da nicht mit drin. Wie, ganz kurz noch mal eine Frage zum Dock allgemein. Diese Schleusen zum Dock, also quasi um nach raus, um nach in den Weltall quasi wieder fliegen zu können, die sind ja nicht immer offen. Die sind nicht immer offen, das ist richtig, ja. Das heißt, die müssten wir erst öffnen, um fliegen zu können. Naja, das Ding ist, der Dockbereich selber, du kannst die Schleusen auch aufmachen, dann hast du da drin halt, das ist auch noch ein Problem, ihr habt nämlich eine Doppelschleuse, um ins Dock reinzukommen, richtig. Und wenn in dem, so ein Dock, das ist ja riesig, also ab einem bestimmten Bereich ist da dann eh nichts mehr mit Atmen und so weiter, ne. Mhm. Wenn die, du kannst da hin, wenn du so ein, das ist halt vorher auch durch so einen Tunnel rausgelaufen, ne, wenn du den halt andockst, die sind auch überall dran, es kann aber auch sein, dass die alle eingezogen sind, das müsst ihr dann halt erstmal sehen. Also es gibt eine Möglichkeit, wie ihr da hinkommt. Einmal könnt ihr eben durch die Atmosphäre dahin, dann müsst ihr durch so einen Tunnel ran oder eben durch das Dock, aber dann müsst ihr halt durch einen Bereich, wo ihr keine Luft habt. Ne? Dann braucht ihr irgendeinen Anzug. Und das steht die da, steht da so uns einfach durchlassen? Also theoretisch kann man mit denen so weit reden, dass wir einfach nur weg wollten. Wir haben nichts mit der ganzen Sache zu tun. Ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Du vermutest, dass das nicht funktionieren wird. Aber hey, wer weiß, ja, vielleicht hast du eine, wie sagt man, Silberzunge oder was. Aber ihr seht gerade nicht so aus, als wir wollen nur weg, ja. Ihr habt jetzt irgendwie, ich weiß nicht, 8 Drohnen dabei, seid alle bis an die Zähne bewaffnet. Ihr seht eher aus nach, wir wollen Krawall jetzt, ne? Ja, ich habe die Geschütztürme. Wie bitte? Und es bleiben die Geschütztürme. Ja, genau. Wenn da ein paar von diesen Würfeln rumstehen, ich könnte die auch einfach da reinschicken. Mal gucken, was passiert. Die Würfel, das ist ja so ein Leitsystem, ne? Die docken dann irgendwo an und gehen dann auf. Das kannst du natürlich auch machen. Du kannst auch über so einen Würfel da rein, ne? Ihr müsst jetzt nicht durch dieses, genau. Also ihr nähert euch dem Dockbereich, du siehst das alles. Ihr könnt euch noch eine Strategie überlegen jetzt, wie ihr das angeht, ne? Also kommen wir in so einen Würfel in den Dockbereich rein, ohne dass die Geschütze uns abknallen? Das ist ein separater Eingang. Da gibt es sicherlich auch irgendwo Geschütze, aber das ist ein separater Eingang. Also es ist ein anderer Eingangsbereich halt. Das klingt schon mal besser. Ich meine, das Reinkommen ist ja auch das eine, das Rauskommen ist ja auch das wieder das andere, ne? Weil sobald wir irgendwie abheben, können wir beschossen werden, sowohl von den Geschütztürmen als auch von den Geschütztürmen, die die Typhoon selber hat. Weil die Typhoon wird ja auch irgendwie bewaffnet sein und dann quasi auf alles schießen, was sich irgendwie nähert oder vielleicht abhebt. Ich hoffe, dass die Geschütztürme deaktiviert sind, in der Hoffnung, dass von außen Hilfe kommt. Die Frage ist auch, wenn es hier die halbe Forschungsstation weggesprengt hat, wie stark die strukturellen Schäden am Schiff sind. Also, mein Plan wäre jetzt, wir besorgen uns ein paar Würfel und gehen da, fahren da rein. Lassen zuerst die Drohnen raus, die da ein bisschen Krawall machen. Und wir machen uns den Weg frei bis zur Sarah. Und versuchen dann, wenn wir die Schleuse nicht aufkriegen, die Schleuse eben aufzuschießen. Die ist ja bewaffnet. Klingt nach einem Plan. Leider haben wir keine Granaten. Also du willst jetzt einen Würfel nehmen? Irgendeinen und dann willst du da rauskommen, dass du da nicht unmittelbar gleich einen Geschützturm vor der Nase hast, sozusagen, sondern in einem Dockbereich landest, wo da nichts ist, erstmal, ne? Genau. Okay, gut. Ihr könnt alle in einen Würfel euch reinquetschen, ihr könnt auch mehrere nehmen. Ich hätte den ersten Würfel hätte ich mit Drohnen voll gemacht und den vor uns reingeschickt. Okay, dann hast du die halt ja begrenzt unter lokaler Kontrolle, ne? Also das kann schon funktionieren, kann aber auch sein, dass die Verbindung abreißt, ne? Je nachdem. Ja, dann stecke ich da halt 4 Stück rein und der Rest bleibt bei uns. Okay, das heißt, du steckst 4 Drohnen in einen Würfel und dann über den zweiten Würfel fahrt ihr rein. Mhm. Okay, gut. Dann auf Hecken, das lassen wir mal weg, das würde dir gelingen. Bitte zweimal einen W20 rollen. Ich? Einer von euch. Wegen mir, du, Mac. Nee, das macht jemand anders. Eine 9. Glück nicht. Und eine 19. Eine 9 und eine 19, okay. Also, der erste Würfel mit den Drohnen kommt nicht rein aus irgendeinem Grund. Du weißt nicht warum. Der zweite Würfel, wo ihr drin seid mit den Drohnen, da geht dann die Tür auf und ihr seid in dem Dockbereich, aber jetzt halt noch in dem, wo Atmosphäre ist, ne?
Und der zweite Würfel wäre irgendwo neben euch da angedockt. Da, ja, der ist halt zu. Die Tür geht auf und dahinter stehen zwei Personen, die auch bewaffnet sind. Und dann würde ich mal auf Initiative bitte würfeln lassen euch. Jeder? Jeder, ja. Oh, so gut. Oh, 25. 32. 37. 32. Wir haben es heute. Ihr seid heute gut unterwegs. Also einer ist vor euch dran. Der zieht jetzt seine Waffe hoch. Das ist jetzt kein Sturmgewehr oder sowas. Der hat ein normales Gewehr und schießt auf euch. Jetzt bitte nochmal ein W20 von jemandem. Ich würfel. Ja. Eine 1. Okay, dann erwischt es einen von euch vier. So, da bitte nochmal, das würfeln wir jetzt auch nochmal mit einem W20 aus, wen es denn trifft. Bin ich jetzt dann schuld? Eine 9. Muss jeder bitte einen W20 würfeln? So. Ich habe eine 11. Eine 14. Was ist das? Eine 1? Das ist eine 1. Eine 1. Es kann doch die höchste sein, Markus. Ja, dann, genau, ganz bestimmt. Dann wird der gute Mac getroffen. So, du hast deine Weste an, richtig? Mhm. War das eine schwere oder eine leichte? Panzerung 4. Panzerung 4, okay. Dann kannst du dich mal bitte verletzt machen. Du hast einen Rumpftreffer abgekriegt. Ein Punkt oder was? Ein Punkt, ja. Ein Schuss. Dann wären erstmal die anderen dran. Und dann darfst du bitte Konstitution unterwürfeln mit einem W20, K.O. plus 4, also Konstitution plus 4 und dann das unterwürfeln mit einem W20, ob du stehen bleibst oder du down gehst, was mit dir passiert. Eins drüber, okay, ja. Dann klappst du da zusammen. Mhm. Genau, also ein Mac hat's erwischt, der eine Typ schießt, Mac kriegt eine Kugel auf seine Weste und sackt nach hinten runter, dann seid ihr dran. Ich glaube, ich bin als nächstes dann, oder? Ja. Yep. Wir haben doch jetzt hier Drohnen mit dem Würfel, richtig? Ja, aber der Typ, der die Drohnen steuert. Ja, aber okay, nee, aber kann ich mich hinter einer Drohne in Deckung gehen? Kannst du machen, natürlich, ja. Und okay, dann würde ich mich hinter der Drohne in Deckung begeben. Ja. Kann ich von da aus jetzt gleich schießen oder war das eine Aktion quasi? Das wäre eine Nebenaktion, du hast noch eine Hauptaktion. Gut, dann würde ich auf den Schützen schießen. Ja, zielst du irgendwo hin, oder? Ich ziele einfach nur auf ihn. Okay, gut, dann würfel mal, schieß mal. Handfeuerwaffe plus Geschick. Ah, das sind Geschick. 39, ja, dann hast du den getroffen. Schaden war 5, ne? Schaden war, eine Sekunde, Durchschlag 5, Schaden 3. Okay, alles klar. Da bleibt noch 2 übrig. Der sackt nach hinten runter, ist aber nicht K.O. Gut, Johannes? Oder Liv, ich weiß nicht, wer war zuerst? Gleich. Okay. Ich würde auch am ehesten, ich weiß nicht, wie sehr ist Mac verdeckt irgendwie noch? Also ist der Würfel komplett offen oder ist da ein gewisser Bereich, der nicht einsehbar ist? Also der Würfel ist ja recht vollgestopft. Mac stand leider ungünstig. Den hat es leider ungünstig erwischt. Das war echt Pech. Da waren auch Drohnen dazwischen, da war auch ein Balk dazwischen, aber es hat ihn irgendwie erwischt. Ich nehme mal an, dass du nicht vorne stehst. Das heißt, du stehst irgendwo ein bisschen hinten. Genau. Könnte ich ihn auch so ein bisschen in Deckung ziehen und einfach nur mal gucken, ob ich ihn wieder wach kriege? Du kannst dich zu ihm hinbegeben, ja. Kannst du machen. Machst du das? Okay. Und dann schießt Colt. Dann schieß mal. Ja, also in der Nebenaktion würde ich mich erstmal schützend vor Liv und Mac stellen. Mhm. Und dann würde ich auf den anderen schießen. Okay. Oh, eine 18 plus meine Fertigkeitswerte sind 51. Du hast auf ihn geschossen, dann hast du ihn getroffen. Schaden war? Das Sturmgewehr. Durchschlag 6, Schaden 3. Ja, okay. Ja, der sackt zusammen und Balk schießt dem anderen noch mit seinem schweren Gewehr in den Kopf.
Also es waren ja zwei, ne? Der knallt einmal den anderen ab, dann dreht er rüber und dann knallt er noch den anderen ab. Genau, und dann sind die zwei halt tot. Es sei denn, jemand macht es von euch vorher mit der zweiten Aktion, die ihr dann habt in der nächsten Runde. Nö, hey, wenn der bald das machen will, soll er machen. Ich richte keinen hin, der schon am Boden liegt. Das sieht er ein bisschen anders scheinbar. Ja, und er geht dann auch raus in den Gang und guckt gleich, ob da noch weitere Gegner sind, ja. Vielen Dank fürs Zuschauen an der Stelle. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr sehen wollt, wie es weitergeht mit dem Mac, ob der verblutet auf dem Weg zu dem Schiff oder ob die Liv schafft, ihn zu stabilisieren und er mit abhauen kann, ob die Crew überhaupt lebend da rauskommt, dann lasst gerne ein Abo da. Anregungen schreibt es in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Ciao.